Deutschland vor der Bundestagswahl. Politik und Volk haben sich auseinandergelebt. Bernd Langemann trifft heute seinen Direktkandidaten Dr. Utz Knäbel zur Paartherapie. Ist da noch was zu kitten? Also, jetzt schauen Sie sich doch mal gegenseitig an. Was sehen Sie da? Na, den typischen Wutbürger, der von nichts eine Ahnung hat und mittags Zeit hat, hier rumzusitzen, anstatt zu arbeiten. Als ob ich hier das Problem wäre. Der hat sich doch total verändert. Der mit seinem Atomausstieg und Homo-Ehe und Millionen von Flüchtlingen. Das ist doch keine Beziehung mehr. Ich fühle mich nicht mehr zu Hause. Bitte, Sie müssen sich gegenseitig Meinungskorridore lassen. Von mir aus kann er gerne meiner Meinung sein. Da sehen Sie es doch. Der interessiert sich doch gar nicht mehr für mich und meine Bedürfnisse. Ja? Und mit der Treue nimmt das auch nicht so genau. Das ist eine bodenlose Unterstellung. Was? Wer macht denn hinter meinem Rücken mit Bankern und Lobbyisten rum? Wer denn? Aber das habe ich doch nur für dich getan, damit du als Wähler zufrieden bist. Dafür reiß ich mir jeden Tag den Arsch auf. Und mir wird's halt am Ende gedankt. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich verspreche dir, ich will auch nie wieder AfD. Was? AfD? Du. Schlampe? Genau. Das war einmal bei der Landtagswahl und das hat nichts zu bedeuten gehabt. Grüne und Linke, das hätte ich verstanden, aber AfD, für mich ist Schluss. Wer sich derart auseinandergelebt hat, muss zuallererst wieder gegenseitiges Vertrauen aufbauen. Bernd, schließen Sie jetzt die Augen und lassen Sie sich einfach fallen. Dr. Knäbel wird Sie auffangen. Schenken Sie ihm jetzt das Vertrauen, auch wenn er mal Entscheidungen an Ihnen vorbeigetroffen hat. Aber die waren alternativlos. Wenn Sie Herrn Dr. Knäbel in einem Wort beschreiben... Arschloch! Und Sie, Herrn... Arschloch! Toll, da haben wir doch eine gemeinsame Basis. Oft hilft es, kurz der Realität zu entfliehen. Machen Sie nun eine Traumreise in Ihr innerstes Ich. Wo sehen Sie sich in Zukunft? Volkspartei, und dabei bleibe ich. Ich danke Ihnen. Aber Herr Bundeskanzler, was hast du heute vor, Schatz? Du, nix. Es ist alles geregelt. Der Knäbel hat alles im Griff. Ja, meine Stimme hat er auch. Ja, klar, bei dem Durchsetzungsvermögen. Das ist ein super Typ. Danke. Von einer ersten Therapiestunde darf man natürlich noch nicht allzu viel erwarten. Immerhin reden sie wieder miteinander.